jetzt holen wir uns dann erstmal das dritte Kopfgeld. Da. Lily Millet. Also, die Schulden, nicht Kopfgeld. Mhm. So, hier sind wir jetzt auf der Emerald Ranch. Hier soll der nächste Schuldner sein. Mal gucken, ob wir um 2 Uhr morgens irgendjemanden finden, der uns irgendwas über ihn erzählt. Es ist gerade 2 Uhr morgens. Mal diesen netten Herrn da vorne. I need to find a ranch maid here called Lily Millet. You know where she is? Lily? Just over there by the store with Cooper. Okay, danke für die Info. Kann ja auch noch ein bisschen Shampoo. Oh, come on! Why has it always got to be such a goddamn performance with you? Now, I told you I'd get you the money next week, and I'll get it. Lily! Where's our money? What? That loan you took. It's payday. I'm sorry. I don't have it right now. Well, then. I guess we got a big problem, don't we? Cooper! Give him what you've got. I ain't giving him nothing except a lesson in damn manners! Son of a bitch! Nur wie war das? B. Ich kurz. Tasten wieder drauf hauen. Dann wieder überlegen. Aber mit X kommen und mit B schlagen. Das scheint er schon, der. Wir haben es nicht Ruhe. Mein Haupt. Gut, mache ich. Können Sie meinen. Schönen Tag noch. You've got your money. Leave me alone. What do you want? I didn't steal that. It's a debt. Damn it. Was für Raubüberfall. Ich habe bloß aus Spaß die Waffe gezogen. Mal ich mal mit ihm drüber reden. Hey, da hit me! Get out of here, damn it! No point wasting any more time on that now. Zählst du noch was? Oder verstehen wir uns jetzt? Jetzt will jetzt niemand mehr was. Oh. Okay, das ist vielleicht ein Teufelskreis, wenn wir sagen. Du erzählst niemandem was, habe ich gesagt. Du sollst niemandem was erzählen. Jetzt läuft die weg. Okay, das ist behindert. Ich glaube, ich sind mir gleich ein Schwerpunkt. Sorry. Wir wollen Leuten was erzählen, das kann ich nicht zulassen. Hat das jetzt jemand gesehen? Sorry. Zeuge Angriff, hopp. Wo ist noch ein Zeuge? Ich sehe Zeuge? Wo ist Zeuge? Noch mehr Zeugen? Ich hasse Zeugen.
Nicht, dass ich so viele Zeug. Ja, das Gebäude vorbei. So, ich weiß. Und? Ich gehe einfach. Okay, das war dumm. Das war ein bisschen behindert. Ich glaube, der Raubüberfall wurde zuerst, indem ich eine Waffe gezogen habe. Ich glaube, dadurch wird es ein Raubüberfall. Und da habe ich mich in den Mord selbst. Aber es war witzig, aber auch behindert. Okay, wir bereiten jetzt erstmal vor den Gesetzestütern weg, dann zurück ins Lager. Und da werden wir dann die Schulden legen. Weil da bin ich ein Kopfgeld von 15 Dollar. Ich kann jetzt eigentlich eine Kopfgeldjagd nach mir selber machen. Also ein Schulden eingetrieben. Hier sind schon Schulden, habe ich reingepackt, also ist ein paar Leute Geld gespendet. Obwohl, warte mal, Kontrollbuch. Im Stolz Warung verbessert, ja. Genau, das ist alles eigentlich super, das mal. Gut. Jetzt haben wir gehen erstmal unser Kopfgeld auslösen, bevor wir noch mit welchen Leuten belästigt werden. Du geht das? Nächste Kopfgeld, ja, Domino, jetzt aufhören, probieren. Postmeisterei, da. Start over. Folks in New Hanover will hear about this right away. So that train that got robbed up in the Grizzlies had Mr. Cornwall's car on it, apparently. Ich muss mir 15 Dollar Kopfgeld aus New Hanover bezahlen, wenn ich. Aus New Hanover könnte man es auf Deutsch sagen, weil Hannover ist ja in Deutschland. Da könnte es vielleicht sogar Deutschzentrum sein. Gut möglich. Ich meine, wir haben auch einen deutschen Lager.